the yarn weaved its way into the fabric of the kingdom and stitched two pieces of patchland together. What about the other pieces? I've got to find the rest of them. Kirby, always happy to help, decided to help his friend recover the missing pieces. And the two began their journey to stitch Patchland back together. Ja, ihr habt gesehen, Kirby hilft ja immer, auch wenn wir das nicht müssten. Naja, wie gesagt, anscheinend geht es um einen magischen Garn, den man finden muss, um die anderen Welten, die verstreut wurden, wieder zusammenzubinden. Grassland, Grasland, yay! Ich stehe auf Gras. Na, oh, die sind wieder zugegangen. Ich muss auch noch nach oben. Ah, oh, wir können nicht mehr fliegen im Spiel. Ja, kein Wunder. Wir können auch nicht mehr einatmen. Also heißt es, wir sind aus Garen. Prinz Fluff, what you exact? Prinz Fluff. Ey, ich wollte ja auf Deutsch. Prinz Fluff. Was für eine unerwartete Überraschung. Oh, und du hast einen Freund mitgenommen? Lord Kirby, sagst du? Er besucht uns von einer anderen Welt, sagst du? Wie interessant. Mein Name ist Dom Wall. Okay. Und es ist meine Aufgabe zum Aquanti. What the fuck? Das habe ich ja noch nicht mein Englisch gelernt. Mann, was bringt mir meine Englischlehrerin bei? Naja, wie gesagt. Googelt es und dann wisst ihr, was er gesagt hat. Lord Kirby hilft uns, die Welt zu retten oder Patchland zu retten. Oh, das ist einfach wundervoll. Ich bin der Manager of Quality Curl hier. Bitte komm hier rein für einen Moment. I insist. Insist? Ich glaube, ich brauche mal so einen Google-Übersetzer neben mir. Naja, wie gesagt, ich kann nichts dafür. Willkommen zu deinem neuen Zuhause. Well, also. I suppose it's not much to look here. Tja, ich habe nicht gesagt, dass es hier viel zu gucken gibt. Aber es wäre eine Ehre für mich, Prinz Fluffs Gast hier zu haben. Yay! Ein schönes Zuhause must be properly furnished. Ja, ein schönes Zuhause muss schön oder nee, sorgfältig eingemöbelt werden. Furnished, ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Bitte nimm dieses Geschenk von mir an. Fühl dich frei, dein neues Zuhause zu möbilisieren, in welcher Art du es auch haben willst. Wir werden später die Miete besprechen. geh jetzt now und enjoy the space, ja. Enjoy the space, das heißt einfach fühl deinen Platz frei, was weiß ich. Wenn du irgendwelche Fragen hast, ich bin hier. Entschuldigt mich. Wenn ich lese und übersetze, dann lese ich und will es vorlesen. Ich denke, ich höre von Tenants Walking by Outside. Ja, ich höre euch später, wenn ihr rauskommt. Nee. Saving in progress. Change Layout. Open das Menü und, ja. Öffne das Menü, um deinen Hintergrund zu ändern. Wie du auch willst. You can also point to Remote and press R to change the layout. Ja, okay. Moment, ich muss dafür kurz zurück. Yes, ich wusste es. Jetzt hört man mich leise, weil ich, von meinem Laptop weggegangen bin, weil ich sonst das nicht benutzen kann. Back. Zu einheitlich. Wir haben noch nichts gefunden, aber ich werde ja auch wenig hier drin sein. Aber wir müssen wenigstens einen Möbel hier rein tun. Ein Möbel, was im Krönig gehört. Okay. So, ich komme wieder an meinen Tisch ran. So,
Und jetzt haben wir einen Ton. Moha. Oh, kann ich mich hier draufsetzen? Toll, jetzt freuen wir uns, dass unser Kirby sitzt. Ach ja, so ein schönes Spiel. Auf, weiter geht's. Tütüt. Bitte, Laden, bitte warten. Autsch, ich mit meinen Englischkenntnissen kann hier nicht angeben. Ich bin an der falschen Adresse. So, Kirby's Pad, Grassland. So. Die Ladezeiten sind echt schlimm, beziehungsweise, dass das überhaupt laden muss. Ich meine, es ist nur ein Wii-Spiel. Das erinnert mich an Super Smash Bros. Brawl, da muss es nämlich auch so lang laden. So. Also in einer Großwelt gibt es immer noch weitere kleine Welten. Okay, ich dachte schon, das Level wäre kurz, ist es aber anscheinend nicht. Soll mich aber nicht stören. Ich glaube, ich mache jetzt immer pro Tag, spiele ich eine Welt durch. Dann hätte ich das in 7 Tagen durch. Fountain Gardens. Select. One player. Ready? Oh, ich dachte, es kommt noch Takeoff. Naja, egal. So, was hätten wir denn hier? Münzen! Hui. Können wir irgendwas damit machen? Nope, können wir nicht. Was ist denn da oben? Okay, ab nach oben. Ups. Was hätten wir denn hier? Ich wusste, dass hier irgendwas ist. Nehmen wir mal unseren kleinen Freund hier mit. Okay, anscheinend brauche ich den nicht mehr. Tschüss. Ich wusste, dass hier irgendwas ist. Ich hab's gespürt. Flower Sofa. Ich versuche die zu finden, weil ich da noch extra Punkte bekomme. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber es ist einfach toll. Oh, und Fische. Ne, wenigstens haben wir aus Kirby keinen Töter mehr gemacht. Ein Terminator, naja. Soll man sich nicht beschweren, soll man sich freuen über was man hat. Tschüss. Oh, ist das so süß. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, die zu nehmen, weil anscheinend geben die mir Münzen. Sind das Münzen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ihn runtergeschubst. So, ziehen wir es nach unten und gehen hier hoch, was uns... Doch, das bringt es. Gut. Ich sehe gerade, ich habe Zeit in dem Level, oder? Oben rechts ist das Zeit? Nee, okay, doch nicht. Oh, wie süß, der schläft. Wecken wir ihn mal auf. Ich glaube, ich... Hab mir definitiv das falsche Spiel ausgesucht für meine Kommentare. Aber ich wollte dieses Spiel einfach machen, weil es so süß ist. So. Ich hoffe, die Münzen können nicht verschwinden, wenn sie einmal... What the fuck? Ich habe mich gerade erschrocken vor diesem... Vor dieser Wolke. Ja, ich wusste, dass hier ein Stern ist. Nein, okay, ich wusste es nicht. Nehmen wir ihn und schleudern ihn zu seinem Freund. Weil anscheinend gibt uns der da oben Münzen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Konnte man nicht einfach den ganzen Tag hier stehen und auf die Münzen warten? Na egal, ich nehme den einfach mit. So. Das will ich, das will ich, das will ich und das will ich auch. Und hier ist bestimmt noch ein Möbelstück. Nee, auch so ein Stern. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Stirb. Ach ja, die einfachsten Rätsel sind immer noch die besten. Oh, Reißverschluss aufziehen. Oh, jetzt sind wir ein Panzer. Panzer, oh Gott. So, aber ich will trotzdem erstmal hier hoch. Geht nicht. Oh. Ich will trotzdem da erstmal hoch. Naja, egal. Fountain, yes. Das sieht mir sehr nach dem Ende aus. Ich will aber noch nicht raus.
Ist ja sogar so kurz. Ah, what the fuck. Oh ja, oh, das da, genau da wollte ich hin. Genau da wollte ich hin. Spiel weiß schon, wo ich hin will. Whee. Hat das irgendwas zu bedeuten? Soll ich vielleicht so machen? Nach unten. Hm, okay. Aber mein Finger hat gejuckt. Nehmen wir seine Waffe und schleudern sie auf sie und